Okay, wir halten jetzt in. Wo? Es ist Siman Chaf 20. 20, okay. Wir sind fast zu Ende mit Tzitzit. Also bei siehst du Chaf? Ja, ich hab schon, alles Ja. gut. Dine, wir sind fast zu Ende mit Tzitzit. Wir werden das heute beenden. Und danach werden wir gleich mit Tfilin anfangen, die nächste. Amen. Hoffentlich werden wir beendet. Wir werden sehen. Dinei Lekichas und Mechiras Talis. Die Halachot von einnehmen und verkaufen ein Talit. Aleph. Halekech Talis mit zu Jetzitz mit Israel, Arese Becheskas Kaschus. Wenn jemand nimmt ein Talit, die hat schon die Tzitzit drauf von einem Jude. Man kann nicht genau wissen, was ist damit passiert. Vielleicht wurde es gebunden drauf. Es kann verschiedene Fälle sein, wo es unkoscher ist. Sollen wir diesem Mensch vertrauen, dass alles gut ist oder nicht? Wenn man ein Talit von einem Jude kauft und alles ist fertig, wir vertrauen ihm, dass es richtig gemacht wurde. Weil ein Jude weiß, wie man Tzitzit macht. Deswegen, wahrscheinlich ein Jude weiß, ja? Wir sollen annehmen. Wir sollen annehmen, dass ein Jude weiß, wie man Tzitzit macht. Deswegen, jemand, die kauft ein Talit von einem Jude, wenn es fertig ist, ist wahrscheinlich gut. Was ist, wenn man kauft ein Talit von einem Nicht-Jude? Halekech talis mit zu jetzes mit Tagal nochri. Viele in den Tagal im Chertalitis. Jetzt dieser Verkäufer, der Nicht-Jude, er verkauft nicht nur Tzitzit. Er hat einen Kleidladen und er hat auch Tzitzit. Weil immer schon lockert talis um Israel Tzitzit. Und er sagt, ich habe das von einem Jude bekommen. Ich verkaufe das, aber es kommt. Nehmen. Dann wir glauben auch ein Nicht-Jude. Ist kein Problem. Warum? Der Chazaka ala Tagar, sheinu meshaker. Weil ein Verkäufer liegt nicht. Normalerweise. Sheim yim zur Badei bedover echad, le yaminu le bedover macherim. Weil wenn ein Verkäufer lügt, in eine Sache wird man ihm nicht glauben, in nichts. Und er braucht, dass Menschen auf ihm Vertrauen haben. Deswegen, ein Verkäufer, egal ob es Jude oder nicht ist, wenn ein Tzitzit fertig ist, man kann glauben, dass es richtig gemacht ist. Das heißt, von den Anfang der Faden, alles wurde gemacht für Tzitzit bei einem Jude und so weiter. Gimel. Hasheleach Tzitzis lechaveirei beyad nochi. Jemand, die schickt seinen Freund ein Tzitzit mit ein Nicht-Jude gesandt, ein Delivery. Zorich sheyachtemenu chaitem. Er soll es legen in zwei Tüten. Jetzt wir reden über. Ja, wir werden bald sehen. Also ganz zumachen, damit er, weil wir haben Angst, vielleicht sind die Faden von dieser Tzitzit sehr teure Faden oder sehr gute Faden. Und dieser Nicht-Jude braucht so, solche Faden. Vielleicht wird er die wechseln und dann ist es problematisch. Deswegen soll man es zumachen. Vielleicht wird er die Faden wechseln. Das ist nur wenn wir wissen, dass diese Tzitzit hat Faden, die sind extra gut und wir können uns vorstellen, dass er wird Vergnügen haben, ob man das wechselt. Aber wenn es gibt, es macht keinen Sinn, die Faden zu wechseln, dann vertrauen wir auch ein nicht, wir können einfach Tzitzit mit dem schicken und dann wäre es kein Problem, wie unsere Faden. Ich denke, es gibt nichts speziell darüber. Nichts Wertvolles, ja. Ja. Okay. Wir haben keine Angst, dass ein Nicht-Jude macht es mit Absicht, damit ein Jude keine gute Tzitzit hat. Das haben wir keine Angst. Wir denken nicht so weit. Das ist alles. Wenn wir reden über Faden, Tzitzit-Faden, die sind nicht gebunden. Wenn er das schickt, dann brauchen wir diese ganze Protection, diese ganze Schützung.
Ja, viele in Syrien, auch wenn die sind doch gebunden. Alle schon einen Mufsock in der Dalit, aber die sind noch nicht zu viel geteilt. Die sind noch nicht. Die sind nur noch immer ein langer Faden. Er hat einen gut echt euch. Aber ihm im Syrien und Mufsock in der Dalit, aber wir sind schon ganz bereit wie bei uns. Dann. Ein Loch und Schiachle, was immer noch ist. Dann haben wir nie Angst, dass ein Nischide wird, die wechseln. Also, heutiger Zizit ist kein Problem, egal wem zu geben, weil wir haben keine Angst, dass er wird das jetzt alles aufmachen und damit er die Faden hat. Das ist zu viel. Für Schiene ist es gut, in der sehr ehrliche Zuzis, weil das ist sehr kompliziert. Wir gehen. Weil erstmal, er hat solche Faden nicht und man macht die nicht. Es ist schwer. Wir gehen am meisten gut die Zizis beschuk. Was ist, wenn jemand findet Zizitfaden in die Straße? Ich bin so, wie du musst auch in der Dalfrut in der Ruche in Gscherin. Ich will ehrlich sagen, wenn die sind schon so alle richtig gebunden auf ein Kleid, dann sagen wir, es ist koscher, weil die sind wahrscheinlich gemacht für Zizit. Es gibt sowas nicht so oft, dass Menschen binden genau wie Zizit. Es ist ein ganz. Kann es erkennen. Ja. Ein Mädchen, Talis mit sie jetzt ist noch, ja, viele Tage schon, ich schlafe ich bei noch, wie immer ich soll. Man verkauft nicht Zizit zu Nichtjuden, damit die sollen die nicht, weil damals hatte man Angst, es war sehr gefährlich auf, zu reisen. Und jeder hatte Angst voneinander. Und Menschen haben andere getötet. Und man hatte Angst, vielleicht will ein Nicht-Jude sich verkleiden wie ein Jude, um ihn zu töten. Deswegen hat man gemacht seine Sache, man soll keine Zizit verkaufen zu einem Nicht-Jude, damit man soll nicht. Das war wegen der Angst in dieser Zeit. Okay. Aber wenn man hat keine Angst, dass er wird sowas machen, dann ich denke, ja. Simen Chof Alef. Kadas mal lasis bezitzis und nifzik und betalistis ist schon. Zitzis, tashmische im Mitzvahim. Zitzis sind heilige, die sind nicht heilig von alleine, die sind tashmische Mitzvah, die sind benutzt für ein Mitzvah. Das heißt, was passiert, wenn es jetzt gerissen ist? Ist es heilig? Muss man das, kann man das wegschmeißen? Was soll man damit tun? Soll man das vielleicht begraben zusammen mit anderen heiligen Schriften, mit Seamus? Was soll man damit tun, wenn es fällt? Mhm. Es gibt zwei Meinungen darüber. Eine Meinung sagt, dass das alleine, die Faden alleine haben keine Heiligkeit. Mhm. Nur die werden benutzt, um eine Mitzvah zu tun. Laut dieser Meinung, was sehen wir? Laut dieser Meinung kann man Zizit, wenn die sind gerissen, auch wegschmeißen. Aber sobald die sind verbunden zu einem Talit, dann ist es verboten, das zu nutzen, einfach so. Weil dann ist es eine Mitzvah. Aber danach, wenn es gerissen ist, diese Meinung sagt, man kann wegschmeißen. Aber man soll es zum Beispiel nicht benutzen, zu etwas zu binden, wenn es auf ein Talit ist. Man soll es nur nutzen, einfach so zwei Sachen zu binden. Oder man soll es nur benutzen als ein Talit, wenn es gebunden ist. Aber wenn es nicht gebunden ist, kann man es wegschmeißen. Das ist eine Meinung. Wie Yeshemrim, eine andere Meinung sagt, der Af. לאחר שנפסקו, אין לי נגבוה מילי בזה, לזוק עם באשפור. ולחומוק עם הגונה. ואין צריך לגן זו לפי שאין בהם קדושה. די אנדר מיינו זק נאין. אוך, ונס, אבול אס אס נוע, אין אפור ברדי פען המצווה, ואס אס טרוץ אתם הייליג, ומן דאפ אס נשווק שמייסן. מן זול אס לגן, מן זול אס נשווק שמייסן, אבל מן מוס אס אוך נש בגרבן מת הייליגה שריפטן, אז אס אס זו דצווישן. ואף על פי שהלוך וכסבור הראשונו, יצדי הלכה איז אגד לשבי די ארסטה מיינו, אז מנכן איזה אוכבק שמייסן. מכל מוקו, אם טרוצתם, המחמיר, אימן די איז שטרנגר,
Und Mitzvahs Tabe alle Woche. Jemand, der macht Chumres und Mitzvahs, das strenge in die Mitzvot, wird gesegnet. Deswegen besser nicht wegzuschmeißen. Wie ich bei der Nefesh und Machmir und Legönsan. Jetzt, es gibt manche, die sind mehr und die wollen mehr richtig machen und die legen das zusammen mit die Schemes, mit den heiligen Schriften. Und jetzt sagt er einen praktischen Vorschlag, was man machen kann. Man kann die gerissenen Faden von Zitzit in ein Buch, in ein heiligen Buch reinlegen. Und dann wird es so ein Zeichen für ein Buch und dann wird es zu etwas anderes, die mit Lernen zu tun hat, mit etwas anderes jüdisch benutzt. Mhm. Es ist ein guter Zweck. Man hat schon eine Mitzvah damit gemacht, jetzt kann man eine andere Mitzvah damit machen. Beis. Talitais shel Mitzvah. Shebolu. Odom Beidel. Atme mir in. Eine Talit ist zu alt geworden. Man soll die lassen. Veine Mutter le Kaneach es atme bei. Man soll die nicht nutzen als, ich weiß nicht, ein Tuch oder. Weil die Stamm ist beim Schumtasch und Schokolade. Das soll können, wenn Kolme allein erwartet, bis es wird nichts ganz alt. Und also wir legen das in die Schemes mit, normalerweise. Mutter le Ikonis betalt es mit zu jetzt. Man kann mit Zizit reingehen in eine Toilette. Die Fische sind ein bisschen mit der Mitzvah kokach. Es ist nicht so eine Verschämung für die Mitzvah. Bei Med war man morgen mit Begat Schoss in der Balbusch. Das ist, wenn dieses Kleid ist gemacht, um als ein Kleid für jeden Tag. Bei einem Juchel ist Balbusch. Es ist nicht hier speziell. Man legt es den ganzen Tag. Es ist nicht etwas, die geeignet ist für Gebet. Zum Beispiel ein Talit. Ein Talit darf man nicht reingehen in eine Toilette, weil ein Talit ist geeignet für Gebet, das hat eine spezielle Heiligkeit. Sowas kann man nicht machen. Aber mit einem Zizit, die man so auf die Kleider hat den ganzen Tag, wie dieses hier, das kann man den ganzen Tag tragen und auch in die Toilette tragen. Das ist, wie gesagt, ich lese nur drin, das ist nur, wenn es ist geeignet zum Tragen den ganzen Tag. Bei einem Juchel ist Palmöl, nicht geeignet nur für die Gebet. Aber bei Talitis und Mitzvah Shalonisch, bei einem Juchel ist Palmöl. Aber in die Talitot, wie wir haben bei die Gebet, die sind nur geeignet für Gebet. Das soll man nicht rein in eine Toilette. Kein Heilach Lefanis bei Yom Kippurim, Zoch Lüfschettes Kittel. Jemand, die geht zu die Toilette in Yom Kippur, soll diese Kittel, diese weiße Kleid, soll man abmachen. Kevin Shane Vyuchel hat das Palat, das ist nur geeignet für das Gebet. Es ist eine heilige Sache. Dalit. Aber Mutter Lishan, viele betalitische Mitzvah. Man darf schlafen, auch mit einem Talit von Gebet. Fische Einse Gneikokar, weil es ist nicht so eine Verschämung. Rein Mutter Litnam, Le Keves, Afilo noch, und man darf die reinigen, sogar in ein Reiniger, auch ein Nichtschüler kann es reinigen, ist kein Problem. יש להיזור של יוציצי יסב נגרון וגבי קרקו משום ביזו יסב. אז פורסישתי סיין, דס דציצית, דפאדן, זולן ניש גשלפט אוף דם בודן סיין. די זולן הנגן, דס איז ניש שוין. חוף, בייז ובוי סעיף אחד, יצט. אס גיבט אין ברוך פור נויה קליידה. וי מאכן דס ניש אוף ידה נויה קלייד. Nur auf wichtige neue Kleider, die wir ganz froh sind, wenn wir diesen Kleid haben. Damals war es viel schwerer, auch ein Kleid zu bekommen. Die Kleider waren, dass man sagt, ein Shehechianu, wenn man den neuen Kleid anzieht. Jetzt redet er über ein Talit. Jemand, der ein Talit hat, und es ist ihm sehr, sehr freut sich, ja. Und er will ein Shehechianu sagen, wann sagt man das und wie. Kono Talis, Shireuya Lilbech Kmeshi Bishasaknir. Er hat gekauft ein Talit. Die man kann es schon anziehen, aber er hat noch nicht die Zizit draufgelegt. Es ist nur ein viereckiges Kleid. Und man kann schon Shechianu sagen, weil es ist schon ein Kleid. Mevor Shechianu beis haknia, kann er schon die Shechianu sagen, wenn er es kauft. Wenn er die Faden drauflegt, muss er keine neue Segen dazu sagen. Aber in Kona Beged, außer wie Menno Mabushim, aber wenn er einfach Stoff gekauft hat und er hat etwas drauf, jetzt ein Kleid davon gemacht, eine Mevor Shechianu Bishasaknir, er macht kein Shechianu beim Kaufen, Sharei ein Adain Elisimchumene, er ist noch nicht
zufrieden. Er hat nicht diese Freude von dem neuen Kleid. Deswegen kann er noch nicht die Sägen von Shechianu machen. Kennst du den Asadaim Abushim? Es sind noch nicht Kleider. Deswegen er hat noch nicht diese Zufriedenheit. Elo, Achar, Shosomei Malbushin, Matil beim Zitzis, Yvor Shechianu, Beset Alsa Zitzis. Aber nachdem, was er legt, macht Kleider und legt Zitzis, dann soll er den Shechianu machen auf ein neues Kleid, wenn er das macht, wenn er freut sich. Der Schetale abbrochen gar mal das Zitzis. Er soll es dann machen, nach die Faden sind dazu, damit er die Bracha macht von Shechianu auch auf die Zitzit drauflegen. Wem lei Berg beschasset das Zitzis, euch in bewege Dalet Knopfes, schon eine Matte bei Zitzis klar, die braucht Shechianu, weiß noch nicht, schon. Und wenn es ist ein nicht ein viereckigen Kleid, soll er sagen, ein Shechianu auf ein Kleid bei die erste Mal, wo man Zitzis an. Können Sie die Worte, ich sagte für Zitzis, oder auch vor dem, was man sagt, ist das Witz. Wobei es schon bei der Knopf ist, wenn man das hier in der Bürgerschaft nicht bei der Bürgerschaft nicht bei der Bürgerschaft nicht. Ja, dann soll es legen in die erste noch, man soll Schechiano sagen, erste Mal, wo man sieht an. Das ist über das. Heute machen wir das nicht so oft, weil manche machen das doch, es kommt darauf an, auf die Minhag. Weil man muss sich freuen. Wir reden jetzt nicht, wenn man Socken kauft, dass man sagt, ein Shechianu. Es ist, es muss etwas, die man freut sich. Dine Zitzis Bebeisa Kors. Wir sind jetzt in Seif Chav Gimel, die 23. Die Gesetze von Zitzit in ein Friedhof. Mutter lehikones Bebeisa Kors, wo lovus Zitzis. Es ist erlaubt, gehen in eine Friedhof mit Zitzit. Wo Shalaiya Zitzis auf Nigroim al Akvorim, aber die Faden sollen nicht auf die Grabsteine gehen. Shalaiya Kalaya Glarosh, weil es ist wie die Verstorbenen können keine Mitzvot machen und die sehen sozusagen die Zitzit und er lacht auf die sozusagen. Ich kann Mitzvot machen und ihr kennt nicht. Es ist nicht respektvoll vor der Gestorbenen, dass man einfach so mit Zitzit gehen. Klammer Schaar Mäßim im Reishim, Upturim min Amitzvist. Die sind nicht verpflichtet mit Mitzvot, die sind gestorben. Bei Einige können die kein Mäßim und die können die nicht machen. Warum kein Mäßim? Und wir können das machen. Deswegen ist es nicht eine schöne Sache. Bei Med, warum am Murumische Mutterli kann es mit Zitzis lebeser Quarres, mit Zitzis schematel memalbusche lebeser Zerachatzme. Das ist jetzt ein Zitzis, das was wir sagen, dass es erlaubt reinzugehen in einen Friedhof. Mit Zitzit, das ist nur in Zitzit, die man legt auf ein Kleid, die man jeden Tag legt. Und nicht, wie zu sagen, in ein Talit, in die Synagoge. Man darf nicht mit einem Talit in einen Friedhof rein. Das ist was anderes. In die Zeit von die Gemara, alle Chachamim hatten viereckigen Kleider und alle hatten Zitzit. Alle die Kleider waren nur viereckigen Kleider. Und dann könnten sie rein mit so einem Kleid in den Friedhof. Weil er kann nicht alle Kleider abziehen, ausziehen, wenn er in einen Friedhof geht. Aber Betalita ist... שאין מכוונים בהם למלבוש, אלא כדי לקיים את הציצי לבד, אבא אין אין פייקינג קליידי נור גאיגנט אס אום די מצווה צומחן, כגוין אונו ובי און, שאין אינו מחווים וגודים שיש בהם דל כנפס, אלו לשם ביטו בלבד. די גנץ הגרונט ביעדם דיזם פייקינג קלייד אס נור אום די מצווה צומחן, עושה ליקוניס בו, אני ועושה כבר, אז מנזל נשמת די ריינגן אין אין פרידאוף, אפילו אין הציציס נגרורים על גבי הקברים, אוך ון דיזם נשט auch wenn die Faden sind nicht geschleppt auf die Grabsteine. Mishum Leiglerosh. Bamed Vorim Amurim. Das ist aber nur Zitzis Megulim Venirim. Wenn man sieht die Zitzit, die sind raus. Also ich bin Mishum Leiglerosh. Aber nicht mehr Mechussi Venirim. Klar, Inka Leiglerosh. Aber wenn die sind versteckt, dann sind die nicht Leiglerosh. Deswegen tatsächlich, wenn wir gehen in einen Friedhof, die Minhag ist, dass man legt die Zitzit in die Hose rein. Man versteckt die Faden, damit es doch nicht sein Leiglerosh.
יש נהג אין ליק של בייס ציצי, יש בבייס קאנפי זה עם זק שנכנס לבייס הקורס. Es gibt, es gibt verschiedene Minchagim für einfach für Friedhofbesuch und für wenn eine Begrabung stattfindet. So ist das, gilt das für alle. Das sind verschiedene Minhagim, was meinst du? Nee, der Minhag ist, wenn man geht zu einem Friedhof, verstecken wir die Zizit in die Hosen. Zwecke. Ja. Okay. Weil es ist nicht respektvoll, mit die Zizit draußen zu gehen. Jetzt, weiter. Jeish, Neuagin, Likshu, Bezitzit, Bebeist, Nachwe, Zeim, Zek, Shechal, Zeim, Zek, Vos, Gdesh, Isbat, Bezitzit, Shalim, aber Lei, Luk, Lum, Takanos, Nachwe, Mishu, Kishim, Zeim, Zeh, Lei, Nisbat, Bezitzit, Desh, Vosem, Lach, Zeh, Zeh, Jetzt. Es gibt manche, die nehmen die Faden von einer Seite und die nehmen die Faden von einer anderen Seite. Und wenn die gehen rein in einen Friedhof, die binden die zusammen und so ist es keine koschere Zizit. Und so gehen sie rein und der hat selber gesagt, das ist nicht eine gute Lösung, das zu machen. Weil wenn man wird es später wieder aufmachen, man zeigt, dass es nicht eine echte Bindung war. Und die Zizit sind trotzdem koscher, deswegen, das ist keine Lösung. Die Lösung ist einfach, die Zizit zu verstecken. Weiter. Anichnes, lotech dalet ames shal meis, oidech dalet ames shal kebel, oidech dalet ames shal bezakvos, linek nechnes lotech bezakvos. Jemand, der geht rein in die vier Amot. Ja, vier Amot ist ein... 30 Zentimeter? Was? Nein, 4 Amot ist das ist ein Amma. Genau, 30 Zentimeter. 30 Zentimeter, ja. Mhm. Also jemand geht 4 Amot neben einem gestorbenen Mensch oder ein Friedhof oder ein Grabstein, dann ist es wie in die, auch wenn zum Beispiel man ist in einer Beerdigung nicht in den Friedhof, soll man die Zizit reinstecken, wenn man nahe zu den Gestorbenen ist. Wenn man schon irgendwie nach sich Zizit ist metallisch und Mist, בבייס שהוא מייס שום, קודם שהוא מציינו את זה, אסורים אסורים הכתפיים של נסים מייס לישלם וציטיס משום לג לראש, אני אם כן ציטיס זה מחוסים. די די לגן די בגשטורבנה דינמנ די בארדיקום זו המחן זה שאוך דס ציטיס אין אין די הוזן, אבל זה נשא רספקטפול. חוף דלת שכר לבישו סציטיס ואין של די בלונום und Strafe von Zizit. Afapi, Shein, Adam, Chayev, Liknes, Talis, Basdalat, Nauf, es ist keine Verpflichtung zu kaufen ein viereckigen Kleid, Kadeshi, Israel, Zizit, damit man mit Zizit verpflichtet sein soll. Er darf ke im Reize, Leislavisch, Zizit. Nur wenn er will, kann er ein viereckigen Kleid legen mit Zizit, Mikol Mokaim. Trotzdem, Teiv, es ist eine gute Sache, wenn noch in eine richtige Sache, Lies, Kol Adam, dass jeder Mensch soll sein, soll und soll ist Lübelstall ist mit zu jetzt ist Kolayim, zu legen ein Talit mit die Faden, ein viereckigen Kleid mit die Faden, das ganze Tag. Wie wir machen. Kedei, she yisker, hamitzes, vachol rega, damit man jeden Moment die Mitzvot erinnert. Dugma ladovo, zum Beispiel, ke odem amazel chavira, linien echot, shokesher, kesher, בעזרי כדי שיזכרנו ועל כן יש ציטיס הקשורים בני היחום שקטרו זה סביר אין פרוינט, היא ארינת זה אין פרוינט, זה אין אנדר אין פרוינט את ועס אמחת אין בינדום ודאס איס אין ארינרונג, אז אין נשאת ועס פרגסן ועוד אס גיבט פימפ בינדונגן אין די ציטיסית ועדם היר, צווישן די רום, אס גיבט פימפ מל ועד אס גיבט די פימפ בישר פון תורה und es ist keine die und man geht man wird erinnern die Torah und die Mitzvot wenn man geht rum in die Zizit. Afilu mishu eine yochel yisavish tzitzit kol yom, auch jemand die kann nicht tzitzit den ganzen Tag. Lechalapoch si yizoyer shi yilobush betzitzit shas krishma et filo, soll er mindestens versuchen zu legen tzitzit in die Zeit von die Gebet von Shema und Gebet. Mitzvah lasse ist Talis Noe, Bezitzis Noe, ist eine Mitzvah zu machen, eine schöne Talit und eine schöne Zizit. Wurde in Kola Mitzvahs, und so ist auch in jeder Mitzvah. Es ist immer eine Mitzvah, die Mitzvot schön zu machen, ist immer eine Mitzvah.
שהוא עדים בכל המצוות צריך לעשות הם בידום, הם עושים מחן מת אקסטרה שנית. כל מה שאפשר זה אפילו ומגליש, שנאמר זה כלי וענוויו התנועה לפונה במצוות. מצווה לכי זה הציציס ביד האסמאל, זה זה מצווה צו הלטן דציצית אין די לינקה הנט. כנגד ליבי, גגן די הרץ. בשעס קרישמה, man soll die vier Ecke nehmen und man hält es so gegen die Herz. Remes Ladavo, והיו הדברים האלה, diese, es gibt ein Hint in die Schma, weil es steht, והיו הדברים האלה, diese Wörter sollen sein, alle Wofra auf dein Herz. יש משאים בער שיוח איזה איסם בקמיצה לזה אשר סמייל. Manche sagen, man soll die halten zwischen die, diese, so, also zwischen die zwei Finger. Und er soll, wenn kommt zu die Parsha von Zitzi, soll nehmen in die rechte Hand und gucken auf die. עד שיגיע להם נאמונים ונחמונים לעד, bis er kommt zu die Wörter נאמנים ונחמנים לעד in die Gebet, dann küsst er die Zizit und er lasst es. So machen wir tatsächlich in die Bracha vor Zizit, nehmen wir bei Aras Elam steht eine Arba Kampf mit Saoretz von die vier Ecken der Welt, in diese Wörter nehmen wir die vier Ecken von die Zizit und wir legen die, oh, ich muss das prüfen, und wir legen die auf diese Hand, wir halten es und dann so machen wir. Okay. Schar levishas hatzitzis ve'incho. Aber bis erinnert um chai bliknis talis bas dalat nevis, obwohl ein Mensch ist nicht verpflichtet zu nehmen ein Kleid von vier Ecken. Kedeshu ischai, das haben wir gerade gemacht, Entschuldigung. Wir halten jetzt bei mit hey, Entschuldigung. Sifei. Tevle histakel betzitzis. בשעס עטיפה כשמבורך עליהם, זה איזה ניגוד תזכה צו קוקן אוף די ציצית ומן מת די ומן די אנצית שלהם הוא ראיסם איסי זכרתם ראייה מייבי לי די סחירו וסחירו מייבי לי די עשייה ודורך דם בס וקוקן ורדו ינדה רינן ודן ורדו ואוף די מצוות תון יש נגן להסתכל בציצית כשהוא מגיע לראיסם איסי, אז גיבת המנהג zu gucken auf die Zizit, wenn es steht, die Wörter Ureisem Eisem, man soll es sehen. Belitien Eisem Alainayim, und manche legen es über die Augen. Mine Gioffeu, es ist ein schöner Minhag, damit man die sehen soll, sozusagen. Das ist der Grund, die Menschen legen es über die Augen, zum sehen. Behuchivuwe Mitzvah, vechene eigene Naschika Zizit, es ist auch ein, man küsst es. Warum küssen wir die Zizit? Weil wir sehen die Zizit, wir sehen eine Mitzvah, wir küssen die Mitzvah. So. וכל, והכל הוא חיבוב מצווה, זה אלס פור די ליבה פון די מצווה. כשמסתכל בציצית, יסתכל בבייס ציצית של הפונה, וזה לקוקן אוף די צווי פורדר הציצית. שיש בהם עשור הקשורים רמז לעשר ספירס. אז הצן בינדונגן, פימפין ידה פעד, ידה אקה, פור די צן ספירות, וכי שהם קשורים והחוטים זה בזה, וגם יש בהם תזיין חוטים ויוד קשורים, אלה משם חובוב, וסת אורך. 26 Bindungen und Knoten, das ist der 26 ist der Name Gottes. The God ähnlich haben wir mit das Zitzis, es ist jemand, die macht nicht die Mitzvah von Zitzit. Sein Strafe ist groß, weil er nicht mehr lächelt, bekam für sein Ort, weil er selber mit das Zitzis und jeder, der ist vorsichtig mit der Mitzvah von dem Zitzit, sicher berührt nach Schchina, wird sehen die Schchina, Gott. Wir sind jetzt beendet mit die Halachot von Zizit. Das war ein großes Kapitel, ja. Und wir fangen jetzt an mit noch ein großer Teil in Shulchan Aruch, die Halachot von Tfilin. Sehr schön. Okay. Hilchot Tfilin. Perek Chafhei 25. Dinei Tfilin befortes. Uvoi Membe Seifin, die Gesetze von Tfilin und
42 Sefirin Tefillin, die Halachot reden über viele verschiedene Sachen. Wir werden lernen, was es mehr zu tun mit uns. Wir werden nicht lernen alles über, wie man das schreibt, die Buchstaben, wie ein Schreiber, ein Sofer. Das ist nicht so praktisch. Chofei, Aleph, ve'achar shalovash talis, nachdem, was wir haben, ein Talit angelegt, mit Zietes, mit Zizit, ja nicht Tfilin, miyad achaka, soll er gleich Tfilin legen. Kedei shehiu olo bishas kreishmal Tfilin, damit die Tfilin sollen sein auf ihm, wenn er Schma und Gebet sagt. Shekola keure kreishma belei Tfilin, ki ilu meid eise shakabatz, wenn jemand die sagt, die Schema ohne Tfilin, es ist ein bisschen wie ein Lügen, weil es steht dort, man soll binden jeden Tag. Und wenn du sagst das und du legst es nicht alleine, ist es ein bisschen nicht... deswegen soll man Tfilin haben bei die Gebet, wenn wir sagen die Schma. Weil es steht, Ukscharte Meisson, wir nehmen kein Beis. Haben wir nicht in Atalis, wir kissen Tfilin, der Kissen. Jetzt, jemand legt die Talit und die Tfilin. Wir reden jetzt, dass die Tfilin hat keine eigene Tüte, nur die Tfilin alleine, mit Talit alleine, in einem Beutel. Und die Talit, heute die Tfilin haben ein Plastik und haben auch eine Tüte. Wir reden, wir legen nur die Tfilin und die Talit in einen Beutel. Man soll vorsichtig sein, dass die Talit soll sein über die Tfilin. Warum? Weil wir legen die Talit erst. Warum legen wir die Talit erst? Weil etwas, die öfters gemacht ist, kommt erst. Ein Talit legt man auch auf Shabbat und Feiertage. Es kommt mehr als Tfilin, die man nicht legt auf Shabbat und Feiertage. Deswegen, es kommt erst. Und wenn wir die Tfilin erst haben vor uns, vor man die Talit vor uns hat, und wir gehen trotzdem zu die Talit und wir nehmen nicht die Tfilin zuerst, es kann so ein bisschen nicht schön aussehen. Respektvoll, nicht respektvoll. Respektvoll. Deswegen sollen wir immer versuchen, dass die Talit soll sein über die Tfilin, in die Tüte. Ich lese das nur drin. Man soll vorsichtig sein, dass die Tfilin soll nicht sein über die Talit. Es soll nicht die Tfilin berühren. Nicht vor dem, was es berührt, die Talit. Und er muss dann über eine Mitzvah weitergehen. Kedeli sagt, wir ziehen, können wir das Tfilin, damit er Talit legen kann vor dem, was er Tfilin legt. Schere Mitzvah zitzit dirro, weil zitzit es mehr oft. Schenerges bein bechir, bein beschabes die Jönte, weil man legt es auch in die Wochentage und auch auf Shabbat und Feiertage. Und Tfilin energien beschabes die Jönte, und Tfilin legt man nicht auf Shabbat und Feiertage. Wir tolle können, schene tolle, und etwas, die oft ist, kommt vor etwas, die nicht oft ist. Okay, weiter. Ve'im loy nizo bezeh, wenn er war nicht Vorsicht. Ve'im niach kisa tfilin lemeile, und er hat die Tfilin gelegt über die Talit. Afa pikein itatitchilu ba'talis, er soll trotzdem erstmal die Talit nehmen. Koidem she'er niach tfilin, vor dem, was er legt Tfilin. Ve'ein ze kemavir ala mitzvah, kevel she'at tfilin hem vechusin, und es ist nicht, wie man geht über die Mitzvot, weil die Tfilin sind gedeckt, und noch immer dahin mit euch kisam, und die sind noch immer in die Tüte. Aber im Tfilin im Begolui und noch im Beleikison lemaile min Atalis. Aber wenn die Tfilin ist gedeckt und die sind in die Tüte. Aber wenn die Tfilin ist nicht gedeckt und die sind einfach so offen. Also wenn die Tfilin sind in irgendeine Deckung über die Talit, dann soll er trotzdem die Talit nehmen. Aber wenn die Tfilin sind ganz offen, ohne keine Plastik, ohne keine Tüte, ohne nichts, dann soll man trotzdem, dann soll man die Tfilin zuerst legen. Ja, weil es ist nicht schön und nicht respektvoll, die Tfilin überspringen. Deswegen ist das ein Problem, wenn jemand ein Talit und die Tfilin nimmt, legt sie beide auf den Tisch und packt schon vielleicht die Tfilin aus und der Talit liegt auch schon offen da. Ja, das ist schwierig, ja. Ja. Dalit. V'chein im Tfilin mezumonim beyodei. Was ist, wenn jemand hat, will jetzt beten, er hat die Tfilin, aber er hat noch nicht die Talit, er muss es noch finden, bringen.
Wenn ein Besucher da in der Fonne Batalis und er hat noch nicht die Talit, er kann es nicht finden. Ein Sochen Abend in der Batalis, er muss nicht warten, er soll die Tfilin legen ohne Talit. Hm. Er kann die Tfilin legen ohne Talit. Kedei lag dim lenach Tfilin, er lehen nicht Tfilin und schiebe die Talis, die Tate für ihn. Wenn er bekommt ein Talit, soll er ein Talit legen. Mit Pneschu, ein Maschin ist ein Mitzvah, weil man legt eine Mitzvah, die öfter ist, erst, aber es heißt nicht, dass man stoppt, eine Mitzvah zu machen. Das heißt, wenn man die Talit nicht hat, soll man die Tfilin legen. Auf ein bisschen schlimmer, dass Jase achakach a Mitzvah Jesu wieder befragt, wo man danach besser machen kann. Mitzvah bescheißer Chaviva. Jetzt hat man die Mitzvah, das ist die beste. Hey! Jeisch Eimrim, Shanochas Tfilin, Zorich Shayakdim, Latifas Talis. Andere Meinung sagt, dass Tfilin kommt vor Talit. Shishat Tfilin, Tusha Yeter, aber die Tfilin sind heiliger. The Kibbul Omach Shemaim, das ist eine andere Meinung. Wir gehen nicht wie diese Meinung. Da Reutze Lotus Idee Kulam. Jemand, die will gehen wie alle Meinungen, was soll er machen? Jilbisch Taliskotten bewese, soll er legen ein Taliskotten zu Hause. Ein Zitit. Und vor dem, was er geht in die Sonne gehört. Sie haben ja Tfilin. Und Miyad, gar kein Beweis. Er soll gleich danach legen Tfilin zu Hause. Könnte man die Kosse der Weser Knesses. Weil sie in der Weser Knesses laufen spezifisch und macht er mit Tfilin. Und er soll laufen zur Synagoge mit Talit und mit Zizit und Tfilin. Kein Wort haben sie. Aber schon bei Weser Knesses ist das auf Talis. Und dort wird er ein Talit legen. Das ist eine Option, die man machen kann. Wir machen das aber nicht. Bei Af ihm ist damit der Jodi hat alles Gott, bei Essen, bei Essen, können wir schon nicht verlieren. Aber eins auch nicht hatte, bei Essen, bei Enneke Mabe, bei Mitzvah, bei Damen der Jodi, können wir schon irgendwie da klar, dass er kann. Und was ist, wenn er hat den Talit auch zu Hause mit ihm, aber er will es in die Synagoge, er will mit den Tfilin zu die Synagoge hin und in die Synagoge das anziehen, ist das kein Problem, weil man kann das machen, man kann entscheiden, dass man legt die Talit nur in die Synagoge. Mhm. Er hatte nicht den Sinne, jetzt die Talit zu legen. Okay. Sein. Wer einem nahe gute Minagis, le isatef afbetalis godel bewese, können wir noch was tun. Dass wenn man legt zu Hause Tfilin, die Minhage ist, dass wir legen die Talit auch vor den Tfilin. Ach, kach man hier Tfilin und danach legt man die Tfilin, wer auch besser Knesset ist. Mhm. Und wir können schon noch in Bezirin Baruchem, aber in Plätzen, wo es gibt viele Nicht-Juden auf die Straßen, ein Misatvim betalis Gottel, Adbeil, der Chatzim Bezer Knesset, wir legen kein großes Talit, bis man zu der Synagoge kommt, weil es war gefährlich damals. Ches. Afa pi, shemit dinan de Gemara, muto leilach mit Tfilin, mit Gulin, mit Beweisen, mit Tunofis, afilu yeshom tinuf lehedio, mit der Welt, ich dachte, man kann mit Tfilin, Tfilin, Adbeil, der Chatzim Bezer Knesset. Obwohl man kann gehen mit Tfilin in Straßen oder Ecken, wo es stinkt, aber man soll das nicht machen, wenn man weiß sicherlich, dass da stinkt es. Mhm. Wir schauen, bis er kommt zu der Synagoge und dort soll er Tfilin legen. Vor der geht rein, der Lekain, die wir sehen. Wir schnell gehen, da nicht Tfilin dabei ist, manche legen Tfilin zu Hause und die verstecken die in die Kleider während dem Laufen durch unangenehme Straßen. Ja. Mhm. Tess, Harosh Zal, Harosh war Osher ben Yechiel, ich denke, und er war in Deutschland, er war ein großer Rabbiner, und er hat gelegt die Tfilin, Mevorach Birchas HaShachar, er hat die Brachot von dem Morgen gesagt, gelegt Tfilin, wenn er hat die Bracha gesagt, Oter Israel betifara, weil was heißt dieses Wort? Oter ist der Gott kront die Juden mit Schönheit. Mhm. Was ist die Schönheit? Die Tfilin ist sozusagen die Schönheit. Mhm. Und deswegen hat er diesen Brauch, dass er legt Tfilin, wenn er diese Bracha in die Birkot HaShachar, er hat schon dann die Tfilin angezogen. Er hat immer vor dieses Segen von Oter Yisrael B'Tifara hat er schon die Tfilin gelegt. Der Lied in Shevach Veidor, der Bracha Zuhu Gamal Tfilin, damit er auch diese in dieses Bracha Gott segnen kann mit Tfilin, was heißen Krono. Jud, im Echad ist Kasche, es atme beknass, lelech lamir, es tinnu kodim in Bochel. Es gab viele Minagim damals von Menschen, die haben immer gesagt Tehilim, das ganze Tehilim vor den jeden Tag, 4 Uhr morgens aufgestanden. Was ist, wenn jemand hat gemacht ein Neder, ein Versprechung,
dass er wird jeden Tag Tehillim sagen und er wird, wenn er es nicht macht, muss er einen Knast bezahlen, eine Strafe von zu Tzedakah legen, Geld. Mhm. Er hat so eine Versprechung, starke Versprechung gemacht. Und er will von zu Hause mit die Tefillin gehen. Aber wenn man Tehillim sagt, es ist 4 Uhr morgens, noch immer dunkel, was soll er machen? Dann, wenn er will jetzt dieses Versprechung absagen, also wegmachen, annullieren, was soll er machen? Er kann das machen, aber er soll machen Hatarat Nedarim. Also er muss einen Grund haben. Ja. Yud Aleph. Also Moment, ja. Er hat also so ein Versprechen gemacht, das merkt aber am nächsten Morgen, dass es nicht praktikabel ist. Und er will deswegen das nicht mehr machen. Es kommt der Winter, alles ist dunkel. Okay. Und er kann nicht. Dann, er darf das abmachen, aber er soll Hatarat Nedarim sagen. Ich verstehe, alles klar. Yud Aleph. Yechaven, ja? Aber wenn er das 3 oder 4 Mal gemacht hat, dann kann er nicht mehr. Warum nicht? Kann er auch mit. Hatarat Nedarim kann er, weil er hat ja auch einen Grund dazu, was er kann. Yechaven be'anoch as ha'tfilin, was soll man denken, wenn man Tfilin legt? Das ist auch in die Sidur geschrieben. Und während die Bracha sagen und während die Tfilin legen, gibt es etwas zum Denken. Yechaven, she'tzivonu HaKadosh Baruch Hu, Gott hat uns befohlen, lichtev dalet parshis elu, diese 4 Teile von der Torah, die in den Tfilin drin sind, hat uns Gott befohlen zu schreiben, she'yesh bohem yichud shmoi, was es redet über die Einheit von Gott, wie Yetzias Mitzrayim und die rausgehen von Ägypten, u'lanichon al azreya, und wir legen das auf die Arm, Keneged Alev, was ist vor die Herz, Ba'ala Reish, und auf die Kopf, Keneged Amayach, und sie nehmen die Gehirn, Kedeshe Nisker Nissim, wenn ich fleische, außer immer noch, wir werden, und damit wir sollen erinnern, die Wunder, was Gott hat mit uns gemacht, Shehem Meirim Alichude, was zeigt auf die Einheit von Gott, Vashalaya Koyach, und er hat die Kraft, Vahamem Sholo, lass es bei Elienu, Vahetachtenim Katzenim, zu machen, was er will, in die höhere Welt und in die Elieni mit Achteni. Vishabi lakadosh baruch hu haneshama shei bameach. Und er soll zu Gott geben seine Seele, was ist in die Gehirn. V'chein taivis u'machshoves libay, und auch die taivis, die Taiva ist, wenn jemand hat, will etwas sehr stark, alle seine Willen und alle seine Gefühle, die sind im Herz, soll er alles geben zu Gott. Al-Yedea, noch als Tfilin, und durch dem, was wir legen, Tfilin, Yiskeros Abere, erinnert er Gott. Ve'yamit hana'esav, und er wird ein bisschen weniger Vergnügen haben von den weltlichen Sachen. Das ist, was wir sollen denken, wenn wir Tfilin legen. Jetzt. Betrilo yaniach Tfilin shalyad. Man soll erst legen die Hand Tfilin, das kommt erst. Und nur danach soll man die Kopf Tfilin legen. Was ist, wenn man in die Tüte erstmal auf Versehen die Kopf rausgenommen hat, vor die Hand, was soll man machen? Ja, aber das ist damit, man soll es nicht legen, man soll erstmal die Hand legen. יניח של יד חיל, okay? ואנש קדימה של יד של ריש הוא מן התורה, אבל das was es steht, das was ihr legen Hand vor Kopf steht in die Torah drin, weil es steht וקשרתם לישראל יתרה, man soll binden auf die Hand, ואחר כך, und nur danach steht, והיו לתת הפייס בין עיניך, nur danach steht, man soll haben auf die Kopf, deswegen die Hand kommt immer vor die Kopf. Lefichoch ein Maschgichin al Havaras HaMitzvah, wir haben keine Sorge über überspringen Mitzvot oder keine Respekt auf dieses. Yud Gimel. Mitzvah Tfilin Shariah Tfilin Shorish, einer Mitzvah Achas. Die Handtfilin und die Kopftfilin sind 2 verschiedene Mitzvot. Deswegen gibt es diese ganze Diskussion, ob man 2 Brachot macht oder eine Bracha. Wir machen eine Bracha, wenn man keine. Wir werden das noch lernen, keine Hefsek macht, aber es gibt Ashkenaz und viele, die machen immer 2 Brachot, weil eigentlich ist es 2 ganz getrennte Mitzvot. Eine Befehl von Gott, man soll legen Tfilin auf die Hand, die andere auf den Kopf.
und die haben auch nichts miteinander zu tun. Das heißt, wenn jemand hat keine Hand, er soll trotzdem Tfilin legen auf seinen Kopf. Und wenn jemand hat keinen Kopf, einen Kopf hat man. und so weiter. Ja? Okay. Alles gut. Lefichach, kol achatz ve achatz tun, aber auch mit dem Atmen. Jede Mitzwa muss ihre eigene Bracha haben. Und mit dem Atmen, also der Wort, braucht sie nicht zurück. Und weil wir sollen nicht einfach so Brachot sagen, die man nicht braucht. Im Eschel liegt das Atmen mit Bracha achatz, wenn er kann trotzdem alles in eine Bracha machen, in der Wort, bei Brachas, dann soll er keine zwei Brachot sagen. Lefichach tiknu chachamim. Deswegen Chachamim haben gesagt, dass man soll Shel Rosh gleich nach die Hand, man soll den Kopf gleich nach die Hand finden legen, eine nacheinander. Blishum hefzig dibo, ohne sogar Reden dazwischen. Damit man dieselbe Bracha sagen kann für beides. Letiknu Chachamim. Es gibt noch eine Bracha für Kopftfilin, wenn man geredet hat dazwischen, oder diejenigen, die das immer machen. Weil es ist auch eine wichtige Mitzwa und es hat mehr Heiligkeit. Weil es hat vier verschiedene Abteilungen für die Ding. Und ein Shin, es sieht schöner aus. Deswegen, es hat auch ihre eigene Bracha. Ja. Nusach Birchas Tfilin Shel Yad. Die Text, die Bracha, was ist die Segen von Handfilin? Asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu l'haniach tfilin. Und die Kopf, Asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvah tfilin. B'yem al haniach b'komets v'loi b'fatach. Es ist l'honiach und nicht l'haniach. Meshakosu v'echad anichu isi tfilin. V'echokos tfilin edus v'echoko und Tfilin sind ein Witness, wie sagt man, ein Zeuge, dass die Schchina ist auf uns. Vero kolam bi'orz und alle können sehen, dass Gottes Name ist auf dir. So steht in die Tora. Und das ist die Kopf Tfilin. Tet sein. Jemer al mitzvas. Man soll sagen mitzvas mit ein Patach. Mit die ja, wie man die ausspricht, genau. Und nicht mitzvot, nicht viele mitzvot, mitzvot, eine mitzvot. Weil das ist nur für die Kopftfilin, es ist nicht für beide. Kol birchas mitzvot zoch lebeuch eis und keine mitzvot, das ist mitzvot. Wenn man die Segen von die Tfilin sagt, und überhaupt jede mitzvot, man soll die Segen sagen, vor dem, was man das macht. Lefichoch, ala Tfilin shel Yad yivoch, achar, die Handfilin soll man die Segen machen, nachdem was wir die Tfilin hier gelegt haben, aber vor dem, was wir binden. Weil das Binden ist Anfang der Tun. Weil Tfilin shel Reish, wann soll er die Kopf Segen machen? Ach, wenn man das macht. Nach dem, was wir kurz gelegt haben. Vor dem, was er das stark oder gut positioniert, genau. Ja. Man soll es nicht sagen vor dem, was man legt, es auf die Kopf. Man muss die Bracha machen, gleich vor dem Mitzvah. Quabianu, wir haben schon gelernt, also der Hafsik bedibu, wenn Tfilin shel Yad l'Tfilin shel Reish. Man darf nicht reden zwischen die Handfilin und Kopftfilin. Aber wenn er hat geredet, also ein Birchas Tfilin shel Yad, dann auf keinen Fall kann man sagen, dass eine Bracha reicht, da muss man zwei Brachot sagen. Zorch Levorach shel Reish, Beis Brachis und Haniach Tfilin ve Amitzas Tfilin. Man soll dann beide Segen sagen. Bamed, warum man Borim, Kshishdiba bein Yonam shein Zorch Tfilin, das ist, wenn er einfach geredet hat mit etwas, die nicht mit den Tfilin zu tun hat. Aber im Hifzig bein Yonam shein Zorch im Lei, aber wenn er hat mit etwas, dem zu tun hat, zum Beispiel, wo ist die Tfilin oder ich weiß, etwas, die damit zu tun hat. Ein Hefzig, dann ist es keine Pause. Dann muss er keine zwei Sägen machen.
Aber לכתחילה, אופסול להפסיק מתפילין של יד, תפילין של ריש, אפילו לדברים שאני צריך. Aber man soll das nicht machen, לכתחילה. Man soll nicht reden, auch wenn es über die תפילין ist, man soll nicht, man soll keine Pause machen. אלא אם כן אי אפשר בעניין אחר. Nur wenn es gibt keine andere Wahl. ואפילו ליקריס בעינוב, sogar machen ein Blink, so ein Hint mit die Augen oder so mit die Hand. Irgendetwas, die nichts mit die תפילין zu tun hat. Es heißt eine Pause und man muss eine andere Brucha machen. Deswegen muss man gleich danach, nach die Hand für ihn, gleich den Kopf für ihn rauflegen, ohne Pause. Sollen wir noch? Ich mache noch eine Halacha. Im Shoma Kaddish, ey Borchu, ey Kedusho, bein Tfilin shel Yad, le Tfilin shel Reish, wenn hört ein Kaddish oder Nakdishoch oder etwas und ist gleich zwischen Hand für ihn und Kopf für ihn. לא יפסיק לענות עם הציבור, זו ניש אנטוורטן מתי סינגוגה, אלא שייצק ושמע איזו איינפח לייזה בלייבן, ומחווה למה שהציבור אומר, ונדנקן, וס די מנשן זגן, אבל ניש מתזגן, כמו שיסבור, ואם פוסק ואונו, הרי הווה הפסק, ובן נהת גאנטוורטת מתעלה, איזו אין הפסק, ובין תביחס תפילין של יד, לאנחת תפילין של ריש, וצריך למור לך תפילין של ריש, ויש ברוכס, ודאן מוסה צווי ברכות מאחן. וברד ניה אופן, גוטה אנפן, פן נויה הלכות. כל יום. זאת השם נקסט הבוכר ואין בי ביתרים.